Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück bei den Gleisplanungen hier in Richtung unserer neuen Stadt Neuenwerk, die hier dann verantwortlich sein wird, eben für die Werke bzw. die Werft, für den Schiffsbau und dann für die Werke, aber für den Fahrzeug- und für den Eisenbahnbau. Wir haben in der letzten Folge hier mit der Gleisplanung begonnen, werden hier aber eine Sache noch einsetzen müssen, damit das Ganze auch funktionieren kann. Wir werden hier vorne eine Weiche brauchen, damit unsere Baufahrzeuge hier einigermaßen vorankommen, beziehungsweise damit die dann hier auch rechtsgleisig wieder rausfahren können. Also werden wir hier nochmal eine Weiche platzieren müssen. Gut, dann sind wir hier bisweilen unterwegs gewesen. Und dann denke ich, machen wir an dieser Stelle auch weiter. Hier ist es ein kleines bisschen kompliziert. Das ist, glaube ich, das Stahllager für den, ja, das wird das Stahllager für den Eisenbahnbau sein. Ich gehe mal hier noch ein kleines Stück weiter. Und dann gehen wir einfach hier rum, dass wir rechtsgleisig hier rauskommen. Ein bisschen großzügiger. Haut das so hin? Ja, gut, zugegeben, so schön ist es nicht. Aber solange wir Platz haben, dann auch für die entsprechenden Signale, ist das, glaube ich, in Ordnung. So, hier haben wir noch ein Warenlager für andere Dinge. Das werden wir dann auch schon mal mit anschließen. So, wenn man dann auch hier. So, hier können wir ja auch mal gerade durchkommen. So. So, hier haben wir erst das linke genommen. Ah, geht das? Oder sind wir da schon zu. Nee, das funktioniert nicht vom Winkel. Ist so ein Winkel, der funktioniert. Dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Dann nehmen wir das so zurück. Gucken mal, dass wir das hier anschließen können. Das klappt. Und machen das dann hier ähnlich. Dann, ja, gut mit den Signalen. Gucken wir dann nochmal. Das müsste aber passen. Dann haben wir das hier hinten. Die sind angeschlossen. Ja, dann haben wir natürlich hier noch ein Thema. Hier sind ja dann unsere Züge drin, die dann auch in einem Depot im Zweifel verwahrt werden müssen. Verwahrt ist auch gut. Braucht das Strom so ein Depot? Ja, natürlich braucht es das. Was für eine Frage. Kriegen wir das denn so positioniert, dass wir dann mit den Zügen da auch rauskommen? Und mit der Straße noch entlang kommen? Das ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Ort hier. Wenn wir die Straße dann noch lang kriegen, das sollte aber nicht das Problem sein. So, hier haut das hin mit der Straße. Und jetzt hier mit den Gleisen. Ich glaube, es reicht aus, wenn wir hier rechtsgleisig rausgehen. Ja, wobei, wer weiß, ne? Man weiß nicht, ob hier Züge dann nicht auch mal in dieses Depot reinfahren.
Ich glaube, das reicht, wenn wir hier rausgehen. Hier rauskommen, hier rüber gehen. Parallel hier zur Stromleitung. Das ist ein bisschen schief. So, jetzt frage ich mich, ob das ausreichend und sinnig ist. Was, glaube ich, nicht schaden würde, wäre, wenn man noch hier rüberfahren könnte. In so einem kleinen Gleisdreieck. Also können Züge hier raus und hier rausfahren oder hier ins Depot fahren. Das müsste doch eigentlich okay sein. Gut, dann haben wir zu guter Letzt jetzt noch hier die Linien und die würde ich auch hier mit drauf bringen, dann können die hier rumfahren und können dann von hier aus im Grunde alles erreichen. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob wir mit dem Zug kommen wir mit den Gleisen über die Straße von den Straßenbahnen. Ja, das sieht gut aus. Das ist doch schön. Dann gehen wir hier entlang an der Stromleitung. Und hier entlang. Schauen wir mal, wie wir hier den Bogen hinkriegen. So. Und so. Dann gehen wir hier geradeaus. Hier auch, gehen dann hier ran, was jetzt noch nicht so ganz geht. Ich glaube, es liegt am Snap. Will irgendwie vorne mal an die Spitze ran. Nee, das will noch nicht so richtig. Das ist auch zu scharf. Es ist immer noch zu scharf. Na komm. Das geht doch so. Und dann war jetzt mein Plan, dann gehen wir sonst hier noch ein kleines Stück zurück, dass wir hier genau so weichenmäßig reingehen. Das ist doch gut. Dann mal mit den Signalen hier auf jeden Fall ein Mix-Signal. Hier auch nur andersrum. Hier müssen wir dann ein Chain-Signal haben, meine ich. Hier ist wieder ein Mix-Signal. Und hier auch genauso, nur anders. Können wir hier auch schon setzen. Ich glaube hier, das muss man so als einen Block betrachten, sonst bleiben die hier falsch stehen.
Das hier müssen wir auf jeden Fall noch abtrennen. Ja, die haben jetzt sehr viel Lila, was aber, glaube ich, erstmal okay ist und für die, ja, für die Bauzeit dann auch erstmal in Ordnung ist. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier die Gleisplanung recht umfangreich abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, geben wir das auch erstmal in Bau und dann können wir mit unseren Baufahrzeugen bzw. hier mit unserem Gleisbau, da werden doch auch noch Arbeitskräfte hingebracht, oder? Ja, das sind einige und langweilen sich. Wir werden es hier nicht selbst finden, weil es zu weit weg ist. Werden wir aber das hier schon mal einen Auftrag geben. Und dann gucken wir mal, wie weit sie kommen. Wahrscheinlich werden sie da erstmal hängen bis zur Weiche. Dann müssten wir sie dann immer noch anderweitig selbsttätig sozusagen zurückschicken. So, was ist jetzt mit ihm? Warum stehen die da alle? Okay, weil der jetzt hier rauskommen will. Ein Bitumenzug, der uns aber immerhin wieder relativ viel Geld einbringt. Aber die wollen doch da gar nicht hin. Die müssten doch easy hier reinfahren können, weil sie... Oh Gott, es fängt schon wieder an zu schneien. Es ist schon wieder Winter. Ja, okay, jetzt ist es hier lila, weil wir das hier nicht vernünftig abgetrennt haben. Ja, das muss hier jetzt natürlich ein Chain-Signal werden. Am Ende des Tages, hier wird es ein Ausfuhrsignal. Hier wird es ein Chain-Signal in die Richtung. Achso, nee, so ist richtig. Chain-Signal hier rein. Und warum sie jetzt lila ist, ist mir nicht ganz klar. Der fährt allerdings durch, was in Ordnung ist. Kann sein, dass das jetzt noch lila ist, wegen irgendwelcher Gleis- oder Signalgebung dahinter. Wisst ihr, was auch sein kann? Dass hier fehlt ja noch ein Signal, das das unterteilt. Es fehlt ja hier eigentlich ein Ausfahrsignal. Das war vielleicht auch der Grund, weshalb der hier eben gewartet hat. Lila ist es hier allerdings immer noch. So, dann schauen wir mal. Hier müsste aber jetzt ein Gleisbaufahrzeug doch unterwegs sein, oder? Wir machen uns mal einmal auf die Suche. Der Weg dahin ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt um die Ecke. Und die allerschnellsten sind sie auch nicht, aber da ist es. Wunderbar, was macht eigentlich deren Zustand? 45%? Naja, gut. Aber eigentlich sind auch hier Werkstätten in der Nähe, die dann dahin fahren könnten zum Reparieren. Mal so ein Blick auf unsere Baumaterialien. Alles größtenteils voll. Bis auf Platten. Dass wir den Platten viel abtransportiert in letzter Zeit. Aber ansonsten Ziegel... Auch hier schaut jetzt mal an, wie viel Kies hier vorhanden ist. Unglaublich. Das heißt, wir können auch wirklich guten Gewissens, und ich habe das zuletzt auch bei den Zuordnungen von den Baustellen immer schon gemacht, unsere Hubschrauber aktuell auch wieder Kies bringen lassen. Schau mal, hier muss nur noch fertig gebaut werden. Hier ist jetzt auch schon Kies gebracht worden. Das wird noch ein bisschen dauern,
Aber wir können ja gerade schauen, können wir noch was zuweisen. Für die Hubschrauber seht ihr, ist alles zugewiesen. Hier, ja doch, ich glaube, ein paar Sachen können hier schon neu mit dazu. Und dann wird hier die Ölversorgung auch immer besser. Ist unser Tanker wieder da? Ja, er liegt hier schon wieder. Und naja, immerhin 650 Tonnen hat er auch schon wieder. Der Tank füllt sich natürlich in seiner Abwesenheit ganz gut. Ach so, das ist der Öltanker, der da kommt. Ja, okay, das ist in Ordnung. Gut, dann jetzt mal einen Blick, ob wir vielleicht mechanische Komponenten hier mittlerweile haben. Oh ja, 100 Tonnen. Mechanische Komponenten werden verteilt mit Fahrzeugen. VB National mechanische Bauteile abgedeckt. Dann würde ich sagen, wird es Zeit hier. Abgedeckte Ladefläche, Gesamtkapazität. Das ist ja zum Verteilen. 92, 95. Jetzt schauen wir mal. 8,3 Tonnen, 8,5, 7, 6,5. Was ist das für ein Stau? Ist der neu? Nö. Kein besonderer Stau. Das heißt, wir besorgen hier die Fahrzeuge und müssen dann in der nächsten Staffel hier unsere, ja, ich nenne es jetzt mal Selbstversorgung mit mechanischen Bauteilen in die Wege leiten können. Das ist doch auch ein nächster großer, schöner Schritt. Also wir kaufen die Fahrzeuge jetzt nochmal nach der Kapazität. Für mechanische Bauteile. 92 fährt er, kann er was schöne mechanische Farben. Das Grünliche vielleicht. Nehmen wir hier zwei von. Da müsst ihr doch die gleichen Farben können, ne? Das ist doch, ist das das Gleiche? Ja, nur, dass dann seine Plane hinten anders aussieht. Nehmen wir zwei hiervon und dann nehmen wir noch ein, so ein. Sehr schön. Und dann können wir dem eigentlich schon mal sagen, dass du dich hier, na, beladen sollst. Naja, bringt noch nicht viel, weil der noch nicht weiß, dass hier. Also er kennt seine eigenen Fahrzeuge noch nicht, deswegen kann er hier noch nicht sagen, dass da mechanische Bauteile drin sind. Und dann müssen wir natürlich gucken, wo überall mechanische Bauteile hingebracht werden. Das wird nochmal dann eine interessante Aufgabe. Wir können schon mal einmal ins Overlay schauen. Ressourcen, mechanische Bauteile. Ja, also Werkstätten haben natürlich mechanische Bauteile. Die ganzen. Können wir gucken, wer hier angeschlossen ist. Genau, ich notiere mir das schon mal. Das ist einmal EBI Bauindustrie, die eben einführen. Und dann Zement führen die auch noch ein. Das können wir mal lassen. Habt ihr euren Staubgutwagen noch? Ja. Zement, das brauchen wir wirklich nicht mehr. Zementlager Bauindustrie, das können wir mal rausnehmen. Und den Zementwagen können wir mal verkaufen. Ist ja noch ein Staubgutwagen. Können wir auch verkaufen. So, hier sehen wir überall, wo die mechanische Bauteile entladen. Das ist also EB Bauindustrie. Oh, ich kann mir also noch nicht anschauen mit ihrem Strom, mit ihren Stromproblemen. Dann haben wir EB Werkstätten, die mechanische Bauteile einführen. Und dann frage ich mich, gibt es noch jemand anderen?
Hier sind schon wieder 25 Tonnen, das ist auch schön. Wie kommt diese Straße hier voran? Auch gut. Ja, wir warten ja nur noch hier auf unser Werk für die Herstellung von Kernbrennstoffen, damit es hier weitergeht. Der ist jetzt hier leider stehen geblieben, weil es gerade keine Arbeiter gibt. Na gut. Aber eigentlich geht es ja auch ganz gut voran. Aber wir waren, ich will mich nicht ablenken lassen, bei den mechanischen Bauteilen. Hier ist es auch Werkstätten, ne? Aber Bauindustrie und Werkstätten, mehr ist das nicht. Das ist auch Bauindustrie. Schaut mal hier. Was alles schon los ist in Müllbergen. Das wird auch nochmal ein Akt. Das Thema Müll. Ehrlicherweise, mir graut es schon ein klein wenig, aber es ist natürlich auch eine spannende Herausforderung gleichzeitig. So, hier haben wir wieder Bauindustrie. In neuen Ehren haben wir Werkstätten. Ich glaube, das ist es. Hier fahren ein paar mechanische Bauteile durch die Gegend. Hier ist für... Wer versorgt dich? Okay, EB Bauindustrie versorgt auch hier unsere Helikopter. Hier, das macht natürlich auch EB Bauindustrie, nämlich du arbeitest für die wahrscheinlich. Steht da nicht irgendwo, arbeitet für... Genau, EB Bauindustrie. Haben wir jetzt wieder eingeführt. Ja, das ist es eigentlich. Das ist doch relativ simpel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das waren jetzt schon relativ viele Plätze, ob wir da auskommen mit unserem einen Büro. Müssen wir mal schauen, aber das wird auf jeden Fall Aufgabe für die nächste Staffel werden. Dann hier mit den mechanischen Bauteilen zu Rande zu kommen. So, hier gucken wir mal auf den Stau, ja. Schön ist das nicht, aber es sah auch schon mal schlimmer aus. Das Blöde ist natürlich, wenn hier immer Busse mit Arbeitern festsitzen. Bauboro-Arbeiter. Hier holen sich die Leute wo? Ups. Neuen Ehrenbahnhof. Dort, okay. Ja. Ist halt so. Warum sie da... Ach, entschuldige dich. Kämpfe noch ein wenig mit einer Erkältung. Warum die da nicht einfach hier lang fahren? Ja, wobei, das sind halt die Teerstraßen. Nun ja. Okay. Gut, dann können wir aber vielleicht mal noch eine Sache machen zum Ende jetzt der Staffel, wo wir auch wirklich lange nicht mehr reingeschaut haben. Wenn wir uns mal dieses Jahr anschauen und wir sehen insgesamt ein Plus von 1,6 Millionen Rubel. Das ist natürlich jetzt nicht so unendlich viel. Aber wir haben auch für 2,5 Millionen Rubel Fahrzeuge gekauft. Also das ist auch nicht wenig. Und wir sehen, wir haben aber verkauft für 11 Millionen und eingeführt für 7 Millionen. Jetzt interessiert mich schon, was haben wir am meisten gekauft? Tatsächlich haben wir, ja, am teuersten war die Elektronik. Da arbeiten wir ja auch dran. Elektronische Bauteile. Und die mechanischen Bauteile, das werden wir bald erledigt haben, genauso wie das Thema Öl. Das werden wir bald auch verstärkt selber machen. Also das sind schon mal zwei große Positionen dabei, uns mit diesen selbst versorgen zu können. Das ist doch schon mal gut. Pflanzen ist immer noch eben so ein Noteinkauf hier über unseren Zugverteiler, wenn unsere beiden großen Hauptsilos leer werden. Dass die immer gucken, dass sie das auf 10.000 oder auf 10% halten. Aber diese 400.000 Rubel, die sind mir das auch wert. Das ist unser Backup, dass wir nie ein Problem bekommen mit Nahrungsmitteln oder dergleichen. Und Strom war dieser kurze Moment, wo ihr seht, dass hier ist nur eine Spitze, wo ich mal kurzzeitig wegen unserer Stromproblematik
Strom eingekauft hatte. Ist auch nicht so der Rede wert. Dann schauen wir jetzt mal auf den Export. Und da sehen wir, unser Spitzenreiter ist tatsächlich Bitumen. Kunststoffe und Kleidung, nahe gefolgt Alkohol, tatsächlich auch durchaus in Größenordnung. Treibstoff, das ist diese eine Schiffsladung, die wir jetzt verkauft haben, für 1 Million Rubel. Immer noch auch 11.000 oder 120 Tonnen Chemikalien, Stahl, durchaus in der Größenordnung, und Fleisch. Also das ist durchaus auch interessant. Interessant, dass tatsächlich Bitumen hier unser Spitzenreiter ist. Ja, mal schauen, was wir hier noch erhöhen können an Ausfuhren. Müssen wir mal gucken. Möglicherweise wird es uns eher gelingen, vielleicht. So, jetzt werden gerade wieder ein paar Chemikalien verkauft. Auch gut, wir sehen, wie es hochgeht. Das heißt, dass wir aber auch immer noch genug Chemikalien kaufen. Hier, oder herstellen, das Ausfuhrbüro. ...30% bei diesem Warenhaus. Erst dann holen die da was ab. Ja. Und 50%, wenn das bei dem anderen Warenhaus so hoch ist. Ja, das heißt, wir haben immer noch eine ausreichende Überproduktion auch von Chemikalien. Das ist auch eine schöne Sache. Jetzt wartet ein Zug wieder zu lang. Ja, das ist jetzt nämlich das erste Mal unser Bauzug, oder? Der hier steht und... Ach, ich mache mal gerade Pause. Er weiß nicht, wo er hin soll. Das sind jetzt so die Anfangsschwierigkeiten. Wir nehmen uns mal das Eisenbahnbauamt. Jetzt hat er sich hier schon was anderes gezogen. Das ist auch gut. Ja, das ist jetzt ein bisschen die Gefahr. Lassen ihn jetzt mal hier reinfahren. Er wird dann da weiterbauen. Und wichtig ist, dass wir dann halt schnell jetzt die Weiche gebaut haben. Ist das noch ein anderer Zug? Ne, das sind alles die Züge, die jetzt eben die Arbeitskräfte hierher bringen. Aber das ist natürlich wichtig. Ja, schaut mal, nur 12 Leute, 11 in der Raffinerie, das ist eindeutig zu wenig. Und eine andere Sache, die mir schon über einige Zeit aufgefallen ist, hier unser VB Kohle. Wir haben hier nur ein kleines Verteilbüro und die scheinen so auch so ihre Herausforderungen zu haben, auch wenn unser Kohlelager ist fast leer. Okay, hier steht jetzt eben ein Zug, der die Kohle direkt rauszieht. Aber hier sind Leute ohne Ende, das ist schon okay. Tonnen Kohleerz pro Tag, das ist schon gut. Aber was ich sagen wollte hier, VB Kohle hat so seine Schwierigkeiten, weil sie eben, also es sind nur 5 Fahrzeuge und die sind fast immer unterwegs. Und da wäre es doch irgendwie ganz schön, wenn wir hier vielleicht nochmal ein größeres Verteilbüro für die Kohle hinstellen könnten. Und das passt doch hier auch direkt. Das ist doch gut. Dann lassen wir uns hier informieren, wenn es fertig ist. Sagen VB Kohle. Dann ist das in Ordnung. Und hier lassen wir schon mal die Helis helfen. Okay. Gut. Dann eine Sache, die wir vielleicht auch, und wir fliegen mal so langsam hier in die Richtung über Mühlhausen, Mühlbergen drüber und hier in Richtung Eisenow, was wir dann hoffentlich auch in der nächsten Staffel mit einrichten können. Wir sehen, das Stadion wird saniert, ist, dass wir dann, vielleicht sind deswegen auch so viele Kies-LKWs hierher gefahren, wegen dieser ganzen Bauarbeiten hier. Mit den Abwasser- und Wasserleitungen. Das kann auch sein. Aber dass wir hier vielleicht dann schon auch unser Kraftwerk so langsam mit in Gang kriegen in der nächsten
in der nächsten Staffel. Wir sehen, dass hier die Bauzüge an der Metrolinie fleißig sind. Und was ich dann auch machen werde, ist, dass ich mir eben nochmal neue Gedanken mache über die Verteilung von dem oder über den Aufbau von unseren Fertigungslinien für Elektronik und eben dem Vorprodukt, den elektronischen Bauteilen. Das dann aber, wie gesagt, in der nächsten Staffel. Also es bleibt einiges zu tun und ich freue mich, wenn ihr auch dann in der nächsten Staffel wieder hier mit zurück seid in der SER. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.